Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Bildungsstätte Anne Frank. Schön, dass es so voll ist. Wir haben heute einen sehr persönlichen Abend vor, in diesem Jubiläumsmonat, in dem sich die Staatsgründung Israels zum 75. Mal jährt, und wollen mal fragen, auf was für eine Geschichte blicken wir da eigentlich zurück in diesen 75 Jahren? Wie erinnern wir uns an diese Staatsgründung hier in Frankfurt oder in Berlin? Woran erinnert man sich aber auch in Tel Aviv, in Haifa, woran in Ramallah und Gaza? Und wie wollen und wie können wir in Deutschland eigentlich über Israel reden? Ich freue mich sehr, darüber zu sprechen mit Alena Jabarin. Sie ist Journalistin beim NDR und ist in Hamburg geboren, als Tochter einer deutschen und eines palästinensischen Israelis, und hat das Land ihres Vaters schon früh kennengelernt. Nur dass sie als Kind, das kann ich vielleicht schon mal vorweg sagen, gar nicht wusste, dass die meisten dieses Land Israel nennen, weil es für sie immer Palästina war. In den vergangenen 3 Jahren hat sie im Westjordanland gelebt und für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet. Zuletzt war sie erst vor wenigen Wochen wieder vor Ort, und ich freue mich, dass sie heute aus Hamburg hierher gekommen ist. Ja, Meron Mendel brauche ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht vorstellen, sozusagen der Hausherr, hier seit mehr als 10 Jahren Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Historiker, Pädagoge, Professor für soziale Arbeit, geboren in Israel, aufgewachsen in einem Kibbutz im Süden Israels, ist er sehr früh politisch geworden, wie ich hinter einem Buch entnehme. Doch aus anfänglicher Hoffnung auf einen baldigen Frieden wurden dann spätestens mit dem Militärdienst, glaube ich, große Zweifel. Seit über 20 Jahren lebt er in Deutschland und schaut seitdem von hier aus auf den Nahostkonflikt, aber auch auf Antisemitismus und Rassismus in Deutschland. Und vor wenigen Wochen ist sein Buch erschienen, sehr lesenswert, Über Israel reden. Und genau das wollen wir jetzt tun, über Israel leben und zwar reden, und zwar im Land derer, die diesen Staat erst so bitter nötig machten. Hier in einer Bildungsstätte, die den Namen von Anne Frank trägt. Ein Mädchen aus Frankfurt, wie Sie alle wissen, deren Gedanke, Träume und Sehnsüchte alle unerfüllt blieben, die wir alle aus ihren Tagebüchern kennen. Versteckt, verraten, deportiert, endete ihr Leben 1945 im KZ Bergen-Belsen. Ja, Anne Frank hat Israel nie kennengelernt. Ihre Familie hatte kein Land, in das sie vor den Nazis flüchten konnte. Holland jedenfalls war dieses Land nicht. Für jene aber, die überlebten, ist der Traum des Ankommens nach 2000-jährigem Exil, Verfolgung und Diskriminierung bis hin zum Holocaust dann eben am 14. Mai 1948 endlich wahr geworden. Dieser zionistische Traum versprach, die schreckliche Vergangenheit immer vor Augen, eine neue, eine bessere Welt. Es stand für die Hoffnung, Geschichte neu schreiben zu können, dafür das Unmögliche möglich zu machen und aus der Katastrophe neue Kraft zu schöpfen. Nur ausgeschlossen von dieser revolutionären Geschichtsschreibung waren die Palästinenser. Ein Staat, Unabhängigkeit, ja sogar die Existenz wurde ihnen verweigert. Und während vor 2 Wochen in Tel Aviv und Westjerusalem der Unabhängigkeitstag gefeiert wurde, hat man in Gaza und Ramallah getrauert, hat der Katastrophe von 1948 gedacht, der Nakba. Die Nakba, um das schon einmal kurz vorwegzuschicken, das meint die Vertreibung von mehr als 700.000 Palästinensern, die Enteignung ihres Landes und die Zerstörung ihrer Städte und Dörfer in den Monaten vor und nach der Staatsgründung 1948. Sie meint aber auch die Zeit von damals bis heute, den andauernden Zustand des Entwurzeltseins. Ja, manche beschleicht jetzt hier vielleicht schon ein Unwohlsein, wenn man so schnell wie ich gerade von Anne Frank und dem Holocaust auf das Unrecht der Palästinenser kommt. Werden hier Shoah und Nakba etwa auf eine Stufe gestellt, fragen Sie vielleicht? Oder gleich wird hier der Holocaust verharmlost? Nein, die Frage ist vielmehr, ob das Gedenken an die Shoah das Erinnern an die Nakba ausschließen muss. Können beide Geschichten nebeneinander stehen, erzählt werden, gehört werden, auch hier in Deutschland, ohne dass sie miteinander in Konkurrenz stehen? Das wollen wir heute Abend diskutieren, und zwar nicht mit wissenschaftlichen Thesen oder über historische Daten und Zahlen streiten, sondern wir wollen mal etwas anderes versuchen, nämlich uns der Geschichte ganz subjektiv und persönlich zu nähern.
durch die Familiengeschichten von Alena und Meron, durch ihre eigenen Erfahrungen und wie diese ihre Perspektiven geprägt haben. Es wird also sehr persönlich und ich hoffe, dass das vielleicht erhellender ist als das übliche aneinander vorbeireden, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Also vielen Dank schon mal, dass ihr dazu bereit seid. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade bei einem so emotionalen und umkämpften Thema. Meron, lass uns vielleicht mal mit dir und deiner Familie beginnen und uns so diesem historischen Jahr 1948 nähern. Das wäre jetzt gewissermaßen die Vorgeschichte der Staatsgründung. Ich glaube, deine Familie mütterlicherseits ist schon recht früh, also vor dem Holocaust, nach Israel, nach Palästina vielmehr gekommen. Also vielleicht kannst du ja mal sagen, was du überhaupt weißt über diese Geschichte. Also von beiden Seiten sind meine Großeltern vor 1948 nach Israel-Palästina gekommen. Wobei sozusagen eine Großmutter ist tatsächlich in Israel geboren. Also ihre Eltern sind aus Polen und Russland Anfang des 20. Jahrhunderts geflohen, also als da Pogrome war. Und die waren sozusagen die Pioniere, die... Also die zweite Einwanderungswelle heißt das, die der damals, das war also die Familienerzählung, die Sümpfe ausgetrocknet haben und die kamen zu einem, also die Erzählung war, wir können es danach noch kritisch sagen, ein Volk ohne Land kommt zu einem Land ohne Volk. So war sozusagen diese Narrativ das vor allem von meine Großmutter, die einzige, die übrigens noch lebt. Und die alle drei andere Großeltern, sie sind diejenigen, die tatsächlich mit dem Holocaust über unterschiedliche Wege da den Weg nach dem Krieg gefunden haben. Der eine hat überlebt und verbrachte die Zeit des Krieges in einem Internierungslager in Zypern. Also britische Internierungslager, weil der versucht sozusagen illegal damals nach Palästina zu kommen, zu fliehen. Und dann eine Großmutter ist als Mädchen, als die einzige von ihrer Familie, hat es geschafft, die wurde geschmuggelt von Slowakei, dann später bis nach Ungarn und hat den Großteil des Krieges im Untergrund in Ungarn überlebt und dann mit einem Zug noch vor dem Ende, also das musste 43 sein, von Ungarn nach über viele Umwege am Ende nach Palästina. Und ein Großvater, der praktisch den ganzen Krieg im vor allem Mitteleuropa und Südeuropa da im Versteck war, hat sich ist geflohen als Kind, als Jugendlicher und dann später, und das ist eine Geschichte, die immer sehr heroisch erzählt wurde in der Familie, dass er geschafft hat, dem britischen Armee anzuschließen als junger Mann und hat sein eigenes Vater aus KZ Bergen-Belsen dann befreit. Also das ist so ein Happy End. Also mein Urgroßvater ist dann aber sehr froh danach auf Folgende des Krieges gestorben. Also des Holocaust. Und welche Erzählungen, welche Erinnerungen verbindest du mit dem Datum eben des 14. Mai 48? Also was wurde dir da erzählt? Also ich würde sagen, für die ganze Generation meiner Großeltern, der Gründung des Staates Israel war nicht so Erfüllung eines Traums. Das war sozusagen für denen, die... überhaupt deren Existenz, also die Lebensexistenz war mit diesem Land verbunden. Also überhaupt das sichere Boden über den Fuß zu haben, das Gefühl zu haben, es wird nicht wieder passiert, was unsere ganze Familie da passierte. Das war etwas, das in der Familie sehr stark tradiert wurde. Es wurde immer erzählt von der Ausrufung des Staates Israel, also das sind mal im Radio da gehört hat, wie David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, die Unabhängigkeitserklärung vorgelesen hat. Und dann gingen sie, also die lebten damals in der Nähe von Tel Aviv, gingen sie auf die Straßen, sie haben getanzt, also die israelische Volkstanz, Hora-Tanzen, in Kreisen. Und da wird
Also das haben sie, also meine Oma erzählt noch immer noch gerne von diesem Tag, was es das bedeutet. Und das war für die der Beweis dafür, dass wir gewonnen haben. Also am Ende alles, sozusagen, sie haben alles verloren, aber doch haben was gewonnen. Wir haben es geschafft, unseren Staat zu gründen. Und um noch einmal dabei zu bleiben, bevor wir gleich zu dir kommen, Alina, wie war dieses Leben dann im neuen Staat, also das Israel der 50er, 60er Jahre? Was haben deine Großeltern da, wie haben die dort gelebt? Ja, das war, gut, es ging erstmal mit dem Unabhängigkeitskrieg 48, 49. Mein Großvater, der erstmal in der britischen Armee war, dann war er auch in der, bei der Unabhängigkeitskrieg, ist dann schwer verletzt wurde da in dem Krieg. Und dann, das war ja für die einfach diese Gründungsgeschichte. Meine andere Großmutter war in der Untergrund vor der Staatsgründung als Jugendliche in der Haganah. Und diese, also der Kampf um den Staat war immer eine sehr zentrale Rolle in der Familie Erzählungen. Also sie hat erzählt, wie sie in ihre BH beispielsweise Waffen geschmuggelt hat, dass die Briten das nicht sehen oder nicht sie nicht erwischen und oder dass auch die Erzählung gab es von die Kämpfe in der Unabhängigkeitskrieg, die mein Großvater hat in der Norden von Israel gekämpft, Orte, dass ich dann später auch dann besucht habe, und das habe ich immer mit diesen Erzählungen aus dem Unabhängigkeitskrieg verbunden. Und dann ging fast nahtlos dann in die Erzählungen der mein eigenes Vater, der im Yom Kippur Krieg, also Oktober 73 gekämpft hat. Und das für viele Israelis, das scheint sozusagen so fast eine lückenlose Erzählung von der Verfolgung noch vor dem Holocaust, über den Holocaust, über den Unabhängigkeitskrieg und die verschiedenen Kriege bis in die Gegenwart. Also das ist schon sozusagen ein sehr starkes Narrativ. Mhm. Alena, mal zu deinen Großeltern oder vielleicht auch Urgroßeltern, du bist jetzt ein paar Jahre jünger noch als Meron, vielleicht erstmal zu der deutschen Seite. Was weißt du überhaupt von deinen Großeltern, Urgroßeltern, mütterlicherseits? Was haben die erlebt im Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg? Also erstmal hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich glaube, wie viele Deutsche meiner Generation weiß ich tatsächlich gar nicht so viel über das, was meine Urgroßeltern im Krieg so angerichtet haben. Ich weiß, dass beide Uropas im Krieg waren, einer war Kapitän auf einem Kriegsschiff. Aber als ich alt genug war, mich dafür zu interessieren und die richtigen Fragen stellen zu können, waren die auch schon tot. Hm. Und mein Opa ist mittlerweile auch gestorben. Meine Oma sagt immer, da war nichts. Also ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Hm. Leider. Und ich weiß auch, dass es vielen anderen auch so geht. Also ich habe tatsächlich irgendwann mal auf Instagram so eine Frage gestellt, wer eigentlich weiß, was die Großeltern oder Urgroßeltern, was die im Krieg eigentlich genau gemacht haben. Und tatsächlich haben die allermeisten mir geschrieben, dass sie es nicht wissen, weil sie entweder nicht darüber reden sollten oder Angst hatten, darüber zu reden oder keine Antworten bekommen haben. Einige haben später dann versucht, über irgendwelche Archive das rauszufinden. Das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Deswegen so ganz genau kann ich das eigentlich nicht sagen. Also meine Oma ist im Krieg geboren, mein Opa war ein Kind. Die kamen beide aus Sachsen-Anhalt und sind dann in den Westen geflohen. Also auch mein deutscher Opa lebte mal 2 Jahre als Flüchtling in einer Turnhalle in Düsseldorf. Genau. Hm. Aber also die deutsche Kriegsseite, die Nazi-Zeit, das war irgendwie nie so wirklich Thema, ja, bei uns.
Ja, es ist ja eh die Frage, was man überhaupt, wozu man überhaupt noch die Möglichkeit hat zu fragen. Wie ist es denn bei deinen Großeltern väterlicherseits, also denen aus Palästina? Was weißt du über deren Leben vor 48? Das ist auf jeden Fall präsenter, wobei ich auch jetzt im Vorfeld nochmal viele Fragen gestellt habe. Weil komischerweise frage ich immer andere Leute ganz viel und ich kenne ganz viele Geschichten von anderen Leuten, aber vergesse dann in meiner eigenen Familie nachzufragen. Manchmal auch, weil es, glaube ich, für die Leute auch zu schmerzhaft ist, über gewisse Dinge zu sprechen. Also ich weiß, dass unsere Familiengeschichte im historischen Palästina wir zurückverfolgen auf 1517 oder so. Und mein Onkel meinte vorhin nochmal zu mir, also du heißt Alena, Muhammad, Khalil, Abdel Fattah, hat quasi alle, also man reiht quasi die Vornamen der väterlichen Seite quasi an den Namen hinten ran, um sich dann abzugrenzen. Mhm. Es gibt den Mythos, dass unsere Familie ursprünglich mal Juden waren und konvertiert sind. Das trifft ja auch auf sehr viele palästinensische Muslime heute zu, dass das auch mal einfach Juden waren, die später zum Islam konvertiert sind, als der Islam dann kam. Mhm. Und mein Urgroßvater namens Khalil war ein sehr fleißiger Mann, der sehr viel Land angehäuft hatte. 670 Hektar. Die er teilweise geerbt und teilweise erwirtschaftet hatte und auf denen alle möglichen Sachen quasi gewachsen sind und die er auch teilweise in den Libanon exportiert hat. Also Getreide, Gurken und alles Mögliche, was da halt so wächst. Und ja, diese 670 Hektar gehören unserer Familie noch immer. Also wir haben die Grundbucheintragungen, die Landbesitzurkunden werden quasi in der Familie sehr heilig weitergegeben. Mein Opa, als er gestorben ist, hat das an seinen ältesten Sohn weitergegeben, genauso wie bei den Geflüchteten der Schlüssel. Aber wir haben keinen Zugang mehr zu diesem Land, weil das Land 1948, ich habe das vorhin nochmal nachgeguckt, am 30. Mai, ist das Dorf, aus dem meine Großeltern oder mein Großvater kam, das heißt Al-Lajon von der Haganah, und hier sind dann die Verbindungen, quasi erobert worden. Und mein Opa ist dann geflüchtet, und also als Kind mit meinem Uropa, und die sind dann nach Umm-el-Fahim gegangen. Das ist eine Stadt 5, 6, 7 Kilometer, so ganz nah an dem Dorf, aus dem sie ursprünglich kamen. Das war ja bei vielen Geflüchteten so, dass sie in der Nähe des ursprünglichen Dorfs geblieben sind, weil sie dachten, wir gehen in 3, 4 Wochen wieder zurück. So. Genau, das Land ist dann zum State Land geworden. Also es ist in den Besitz des neu gegründeten Staates Israel übergegangen. Und heute steht auf diesem Land ein Kibbutz, Megiddo heißt das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Kibbutz, und das Dorf existiert nicht mehr. Und das ist eines von 531 Dörfern, die dort existierten, wo heute Israel ist, die halt entweder entvölkert oder komplett zerstört wurden. Ich finde, du hast sehr schöne einführende Worte gesprochen. Du hast gesagt, die Frage, ob man den Holocaust und die Nakba gemeinsam denken kann. Ich würde gerne dazu sagen, es ist egal, ob wir es können oder nicht. Der Holocaust ist Fakt und die Nakba ist Fakt. Und wir müssen über die Dinge sprechen, die passiert sind. Und es geht nicht darum, Dinge gleichzusetzen, zu vergleichen, zu relativieren, was ist schlimmer, was ist weniger schlimm, sondern beides ist einfach ist Fakt. Und wer Israel, finde ich, wer das verstehen möchte, der muss im Mai in dieses Land fliegen, weil ich finde das so symbolisch, was genau in diesem Monat passiert. Und ich war jetzt gerade da. Einerseits ist das Land getränkt in israelische Flaggen. Also ich habe noch nie so viele Flaggen auf einem Haufen gesehen wie um diesen Unabhängigkeitstag herum in Israel. An Hochhäusern und wirklich jedes Auto hat israelische Flaggen. Und es ist ein Tag der Feierlichkeiten und der Freude für jüdische Israelis, sage ich jetzt mal ganz spezifisch.
Und gleichzeitig findet halt für Palästinenser der Nakba-Tag statt, was eine, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Commemoration ist. Sie gedenken ihrer Vertreibung und dem Verlust ihres Landes. Und das findet halt gleichzeitig an einem Ort, teilweise in einem Haus, in einer Straße statt. Und diese Gleichzeitigkeit und diese Ambivalenz, ein Tag oder ein Event, was für eine Volksgruppe der Beginn etwas Tollem war, ein Grund zu feiern und sich zu freuen, aber für die andere Volksgruppe eigentlich ihr Ende bedeutete. Ich finde, diese Gleichzeitigkeit, die zu verstehen und der auf den Grund zu gehen, ist eigentlich so die Essenz, wenn man das heutige Israel und Israel und Palästina verstehen will. Du hast die Schlüssel erwähnt, die viele noch zu diesen alten Häusern haben, auch wenn die vielleicht gar nicht mehr stehen oder da seit Generationen eben jüdische Israelis drin wohnen. Du kennst ja die Flüchtlingslager aus der Westbank gut von deiner Arbeit. Würdest du sagen, wenn du dort mit Menschen sprichst, deine Familie hatte noch vergleichsweise Glück? Oder was sind so deine Gedanken, wenn du einfach mit Menschen aus diesen Flüchtlingslagern in der Westbank sprichst? Ja, vielleicht muss ich dazu erwähnen, dass meine Großeltern in eine Stadt gegangen sind 1948, die sich dann, als der Staat Israel gegründet wurde, innerhalb des israelischen Staatsgebiets befand. Deswegen sind meine Großeltern dann israelische StaatsbürgerInnen geworden und deswegen bin ich heute auch israelische Staatsbürgerin. Dass die Stadt, in der meine Großeltern, jetzt nur noch meine Großmutter heute lebt, ist literally 10 Minuten entfernt von Jenin. Also wenn man auf dem Dach bei meiner Oma sitzt, sieht man Jenin. Und ich denke manchmal, wären die 5 Kilometer weiter östlich gewesen, dann wäre ich vielleicht, also würde ich gar nicht existieren, dann wäre mein Opa in Jenin Refugee Camp aufgewachsen. Und dann also Jenin im Westjordanland. Jenin ist im Westjordanland. Dann wäre es eine völlig andere Realität gewesen. Es war auch sehr willkürlich. Ein Großteil sind ja 750.000, 800.000 PalästinenserInnen geflohen, vertrieben worden, sind dann zu Geflüchteten geworden, außerhalb des neu gegründeten Staates, in Flüchtlingscamps im Libanon, in Syrien, in Jordanien, in Gaza, im Westjordanland. Die, die es sich leisten konnten, sind komplett ins Exil gegangen, in die USA, in die Emirate. Und die meisten leben halt, oder viele leben, also bis heute gibt es, glaube ich, 5 Millionen registrierte UN-Geflüchtete, also das sind quasi die Überlebenden und die Nachkommen, Enkel, Urenkel teilweise, die in der 4. Generation in diesen Flüchtlingscamps geboren sind und eben diesen Schlüssel der Häuser ihrer Urgroßeltern, die teilweise immer noch stehen, diese Häuser stehen teilweise noch und befinden sich oftmals nur 10 Kilometer von dem Flüchtlingscamp entfernt, immer noch diese Hoffnung haben, irgendwann zurückzukehren. Und Glück oder nicht Glück, ich weiß nicht, ist eine schwierige Frage. Also ich habe natürlich viel mehr Freiheiten, ich meine sowieso in Deutschland, ich bin sowieso auch Deutsche, aber klar, mein Vater mit einem israelischen Pass konnte nach Deutschland gehen zum Studieren, konnte reisen, hatte natürlich eine andere Realität als jemand, der in Gaza, in einem Flüchtlingscamp gelandet ist. Aber ich denke manchmal, aber das geht viel zu tief und kann ich jetzt auch nicht genug ausführen, aber das psychologisch betrachtet die Situation für Palästinenser in Israel auch sehr anspruchsvoll ist, um es euphemistisch auszudrücken. Vielleicht als kleiner Sidefact, mehr als die Hälfte der Bevölkerung Gazas sind Geflüchtete. Und ich finde das sehr, sehr wichtig zu betonen. Also mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Gaza sind die Überlebenden und die Nachkommen von Menschen, die ursprünglich aus Dörfern und Städten kamen, die im heutigen Israel sind. Ja, also die, vielleicht gibt es mehr Rechte, aber die Identität ist natürlich vielleicht noch fragiler sozusagen von Palästinensern in Israel. Ich würde jetzt mal einen Sprung wagen, sozusagen von diesen Erinnerungen der Großeltern, Urgroßeltern zu euren eigenen, dem, was ihr wirklich selbst erlebt habt, Meron. Wir haben schon kurz angesprochen, dass du in einem Kibbutz aufgewachsen bist. Was war das denn für eine Kindheit dort? Wie bist du dort aufgewachsen und wie hast du überhaupt auf dein Heimatland geschaut und darüber gedacht? Vielleicht, wenn ich darf, noch mal ganz kurz zu den Ausführungen von Alena. Eigentlich wäre noch eine dritte Person, ihre dritte Perspektive angebracht, weil
die, also ich sozusagen stehe vor die aschkenasische Juden, Israelis, also in meiner Familiengeschichte. Also meine Vorfahren sind alle aus Europa. Mehr als die Hälfte der jüdischen israelischen Bevölkerung sind de facto auch Geflüchtete. Sie sind aus Marokko, aus Irak, aus Libanon, aus Ägypten. Ägypten ungefähr in diesen Jahren bis Anfang der 50er Jahre auch geflohen. Also wir reden über 700.000 Palästinenser, die im Rahmen der Nakba dann aus Israel geflohen, geflüchtet sind. Und wir reden über etwa 750.000 Juden aus den arabischen Ländern, die zum gleichen Zeit auch geflohen sind und ihr Zuhause in Israel gefunden haben. Also ich sage das, weil es ist wichtig, das vor Augen zu halten. Also wir haben mit einer Zeiten, die unglaublich viele Tragödien stattgefunden haben. Also Familiengeschichten, die Familien, die auseinandergegangen sind, Menschen, die ihr Grund und Boden verloren haben, ihr ganze Haben und ihre soziale Kontakte und alles, was sie hatten, die verloren haben. Und ich habe mich mit dieser Zeit sehr, sehr ausführlich auseinandergesetzt. Auch später, als ich an der Uni war, hatte ich das Glück, dass vor meine Professorin an der Haifa-Universität, Ifat Weiss, die hat mich dann in die Recherche geschickt zu einem Buch, das sie damals geschrieben haben über ein palästinensisches Dorf, der sozusagen Teil von Haifa ist, Wadi Salib. Und ich bin dann zu der Archiven gegangen und wirklich die Familiengeschichte dann recherchiert. Wer sind sozusagen die palästinensische Bewohner dieses Stadtteils, die geflohen sind aus Haifa, und wer sind diejenigen, die reingekommen sind? Die waren auch Geflüchtete, in dem Fall 100% aus arabischen Ländern, Juden. Und ich denke, so kann man an diese Zeit denken, ohne das überhaupt moralisch zu. Es wird oft ja in einem Kampf oder so eine Messen, wer ist mehr hat mehr gelitten oder wer ist mehr als moralische. Wir müssen diese Zeit überlegen, das ist eine Zeit, wo massenhafte Menschen ihr Zuhause verloren haben im Zuge des Krieges, übrigens nicht nur im Kontext der palästinensische-jüdische Konflikt. Also ich bin auch durch meine Frau auf ganz andere Regionen, die genau in diese Zeit dann auch Ähnliches passiert. Also meine Frau, wissen vermutlich die meisten, kommt aus Pakistan. Ihre Urgroßeltern sind genau in diesen Jahren aus Indien, weil sie muslimisch waren, wurden sie nach Pakistan, heutige Pakistan, vertrieben. Und genauso von der anderen Richtung. Also das, wenn man so will, und das klingt so ein bisschen makaber, und ich meine aber es nicht so, das war so eine Art von Zeitgeist. Also diese Vorstellung, dass ein Nationalstaat nur mit ethnischer Einheit funktionieren kann, und das in Kauf zu nehmen, dass 100.000 oder in einem anderen Beispiel Millionen von Menschen ihr Zuhause verlieren, das war sozusagen zu dieser Zeit angesagt. Und wenn man so will, das große Problem ist, aus meiner Sicht, dann mache ich den Sprung, warum ist dann bei den einigen ist das Problem gelöst und bei den Palästinensern ist immer noch das Problem sehr, sehr aktuell. Ja, danke, das wollte ich gerade sagen. Dass die Geflüchteten von damals, die wir jetzt zum Beispiel von Gaza sprechen, dass die einfach 75 Jahre später noch immer in den Flüchtlingscamps sitzen und dass es einfach bis heute Millionen von palästinensischen Menschen in meinem Alter zum Beispiel gibt, die in den USA oder sonst wo leben und die dieses Land noch nicht mal besuchen dürfen, weil sie nicht jüdisch sind. Und das ist die Besonderheit an diesem Fall. Kriege, Vertreibungen, Völkermorde. Wahrscheinlich ist kein Ort dieser Welt frei davon. Aber dass ich heute Freundinnen in Berlin habe, deren Häuser noch in Palästina, in Israel stehen und die nicht dorthin dürfen und die Angst haben müssen, an den Flughafen zu gehen, Ben-Gurion, und dort abgewiesen zu werden, weil sie nicht jüdisch sind, während jeder Deutsche, Italiener, Chinese, Inder dort Urlaub machen kann und schöne Party-Pics aus Tel Aviv posten kann, das ist ja das Abstruse und die Absurdität in diesem Fall, warum man auch darüber reden muss, weil es in seiner Konsequenz ja bis heute nicht vorbei ist.
Genau, ja. Also wir reden jetzt schon die ganze Zeit natürlich übers Heute, weil es gar nicht anders geht und so zusammenhängt. Ich will nochmal zurückkommen zu diesem Aufwachsen in dem Kibbutz, weil das ja auch was ist, was viele sich gar nicht so vorstellen können, wie das ist. Vielleicht magst du kurz erzählen und eben auch in dem Bezug darauf, wie, was du für ein Gefühl eigentlich hattest, Israeli zu sein und vielleicht auch, wie das dann war. Wann hat man als Kind von der Shoah überhaupt erfahren? Wann hast du das zum ersten Mal gelernt? Ja, sehr, sehr früh, aber vielleicht noch vorher, also weil, ja, weil du von Kibbutz gesprochen hast. Das ist insofern interessant, weil also Kibbutz Megiddo, also bin ich da nicht aufgewachsen, sondern viel in einer, zum Glück, in einem anderen Kibbutz. Aber das ist insofern interessant, weil die Kibbutz-Bewegung verstehen sich also als Friedensbewegung, also fast 100% werden für linke Parteien. Aber es kann zugleich auch so sein, dass das Kibbutz auf palästinensischem Boden oder auf Ruinen einer palästinensischen Dorf gegründet wurde. Und das ist ein Paradox, dass erstmal von hier, also von hier klingt das Paradox, wo die Leute, die dort leben, es ist nicht unbedingt ein Paradox. Also es gibt sozusagen in Israel diese, ja, ich würde das Wort nicht sagen, also, weil durch meinen Kopf habe ich, aber es ist der falsche Begriff, diese Schlussstrich-Mentalität. Aber das meine ich überhaupt nicht in dem deutschen Kontext. Also eine Mentalität, dass, okay, das war, aber jetzt sind wir sozusagen quitt. Und gucke nach vorne. Und das war so auch tatsächlich bei mir in Kibbutz auch so, dass man einerseits fühlt sich so moralisch auf der richtigen Seite. Wir sind die Friedensbewegung, wir sind links, wir wollen uns mit unserer palästinensischen oder arabischen, oder in unserem Fall war die Beduinen, also die Nomaden, die ums Kibbutz in der Wüste da gelebt haben, kommen wir mit dem wunderbar zurecht. Aber das hat auch eine Grenze. Das habe ich in meiner Sozialisation sehr so irgendwann mal verstanden. An einem Beispiel war, dass eine palästinensische Familie wollte unsere Kibbutz beitreten. Und dann war auf einmal sofort allen klar, na, das kommt gar nicht in Frage. Also diese doch eine tolerante Haltung, die aber klare Grenze hat. Und die Grenze ist wirklich so diese ethnische, religiöse Vorstellung, wie es das sein sollte. Und irgendwie war es mir zu wenig, war mir für mich zu wenig politisch. Und es war so viel mehr sozusagen das Lebensgefühl, also so ein Kibbutz, dass man hat das Gefühl, wie leben die unsere Ideologie, weil alles allem gehörte, wir hatten keine eigene Besitz, wir waren nicht bei der Familie, sondern lebten mit den Gleichaltrigen und so weiter und so fort. Deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht über Politik zu reden. Das war natürlich grundfalsch. Und dann irgendwie vor allem in Zeit der Gymnasium war ich zunehmend außerhalb der Kibbutz unterwegs. Und da waren es die erste Mal, dass ich in den palästinensischen Gebieten war. Damals war deutlich entspannter. Das war auch die Zeit, dass Friedensprozess wirklich vorankam. Also es war 91 wurde Yitzhak Rabin als der nach langer Zeit von rechter Ministerpräsident als erstes Mal, dass jemand aus der Arbeitspartei an die Macht gekommen ist. Zwei Jahre später waren schon die Osloer Abkommen, wo der Erzfeind für alle Israelis zu damaliger Zeit war Yasser Arafat. Also es wurde immer mit Hitler verglichen. Apropos. Und plötzlich wurde er aus Tunesien zurückgeholt, kam nach Ramallah. Man hat mit ihm einen Friedensvertrag abgeschlossen. Das war wirklich das Gefühl, also unsere Generation, ja, jetzt kommt der Frieden. Also es steht vielleicht, also 93, ja, es wird vielleicht noch mal 4-5 Jahre vergehen, aber das kommt jetzt an. Und interessanterweise, wenn ich mich hineinversetze, wie wir damals dachten, wir haben beispielsweise auf die Siedler komplett von oben nach unten geguckt. Sie sind sozusagen diejenigen, die von vorgestern, sie kapieren nicht, wo die Geschichte hingeht. Und wir sind sozusagen die Schlauen, die Westliche, diejenigen, die nach vorne. Und wir werden bald sozusagen, wird hier Europa im Nahen Osten geben. Und das ging bis zu einem ganz klaren Punkt. Und das war tatsächlich irgendwie mit meiner Armeezeit verbunden, aber ganz kurz davor, am 4. November 1995, wurde Yitzhak Rabin ermordet von einem israelischen Fundamentalist.
Und das war tatsächlich 2 Wochen, bevor ich in die Armee gegangen bin. Und das war so wirklich so ein biografischer Bruch, weil ich glaubte immer, ich bin sozusagen die allerletzte Generation von denjenigen, die in die Armee gehen, in eine Zeit vom Krieg. Und dann ist sozusagen die Aufgabe der Armee nur so irgendwie Frieden, Peacekeeping sein. Und das auf einmal hat sich komplett auf den Kopf gestellt. 4-5 Monate später hat Netanyahu die Wahl gewonnen. Das war die erste Zeit von Netanyahu und auch das schon, ja, bis heute sozusagen andauert. Okay, das heißt, beim Militärdienst machen wir gleich weiter und springen jetzt aber erstmal sozusagen aus dem Israel der 80er ins Hamburg der 90er zu deiner Kindheit. Alena, wie hast du auf sozusagen deine beiden Heimatländer in deiner Kindheit und Jugend geschaut? Was war das für eine Kindheit und wie hast du auch dann deine ersten Reisen eben in das Heimatland deines Vaters erlebt? Also ich bin sehr behütet in Hamburg-Eimsbüttel aufgewachsen und ich hatte nicht viel palästinensische Familie in Hamburg und ich hatte auch keine palästinensischen Freunde. Mein Vater ist so jemand, der sich immer als ich bin ein Mensch von Welt verstanden hat und mit mir auch nur Deutsch gesprochen hat und also es gab bei uns zu Hause kein arabisches, meine Mama ist Deutsche. Es gab kein arabisches Essen, ich habe nicht arabisch gelernt, ich hatte keinen direkten Bezug in Deutschland zur palästinensischen Kultur oder auch keine Connection zur Diaspora, also wirklich gar nicht. Palästina war für mich Sommerurlaub, Familie, ich habe es geliebt, wir sind jeden Sommer dorthin geflogen, wohlgemerkt, Palästina war in unserem Fall das heutige Israel. Das habe ich aber auch erst viel später verstanden. Also ich habe immer gesagt, ich fahre nach Palästina. Wohin denn? Ja, Haifa und so. Das ist doch in Israel. So, und das war für mich, ja, Sommerurlaub, Auto mieten, mit meinem kleinen Bruder an den Strand gehen, ins Kibbutz zum Pool, weil da war der Lieblingspool von meiner Mutter, an irgendwelche, einfach einen Sommerurlaub verbringen. Und große Familie und nette Leute. Und ich habe es über alles geliebt und wollte auch nie woanders hin. Also ich wollte nicht nach Italien oder Spanien. Ich wollte immer nur nach Palästina und ich habe, also rückblickend, komischerweise, obwohl ich glaube, ein sehr aufgewecktes Kind war und viel gelesen habe und viele Fragen gestellt habe, sehr spät erst verstanden, in was für einem Land ich da eigentlich bin oder was meine Wurzeln eigentlich bedeuten. Ich habe wirklich nochmal darüber nachgedacht. Es gab eine Situation, wie gesagt, das Haus meiner Großeltern ist direkt an der Grenze zu Jenin und es ist sehr gut gelegen an so einer großen Kreuzung und man hat einen guten Überblick und man sitzt dann immer auf der Terrasse und isst Wassermelone und beobachtet so die Hochzeiten, die vorbeigehen und was alles so passiert. Und einmal war da so ein Militär- oder Polizeijeep, israelischer Militär- oder Polizeijeep und ich saß auf der Terrasse und habe gesehen, wie die einen Palästinenser getreten und verprügelt haben und der dann mehrere Stunden in der Hocke so in der Sonne saß. Und ich habe das nochmal meiner Mama erzählt und sie meinte, ja, dann hast du geweint. Ich wusste gar nicht, was los war. Ich wusste, dass es irgendwie schlimm, was da gerade passiert. Ich hatte nochmal meinen Vater gefragt, was das denn war. Und zwar kommen immer am Haus meiner Großeltern vorbei Arbeiter aus Jenin. Also man muss dazu sagen, es gibt ja die Mauer oder die, also man sagt so auf Englisch Separation Barrier, weil das nicht an jeder Stelle eine Mauer ist. Es ist auch teilweise Zaun und wie auch immer. Ist aber sehr durchlässig. Und es kommen halt jeden Tag Tausende von Palästinensern aus dem Westjordanland ohne Genehmigung auf die israelische Seite, um dort als billige Arbeitskräfte zu arbeiten. Auf Baustellen in Tel Aviv, in Restaurants. Und die kommen halt immer am Haus meiner Großeltern vorbei. Das ist auch eine Erinnerung, die ich hatte, dass da oft früh morgens ganz arme Leute und Kinder mit ganz vielen Tüten und ohne Schuhe langgegangen sind. Und ich habe das immer nicht verstanden. Die kamen halt aus Jenin. Also ich habe so einzelne Erinnerungen, auch natürlich Flughafensituation, ist ja der Klassiker, dass wir einfach abgetrennt wurden vor allen Leuten, dass wir anders behandelt wurden. Ich bin einmal als Kind alleine geflogen und ich hatte wirklich, das ist jetzt kein Klischee, ich hatte meinen Teddy unterm Arm und ich weiß noch, dass
in Tel Aviv, die mich zur Seite genommen haben und drei verschiedene Männer mich drei, also hintereinander immer wieder die gleichen Fragen gestellt haben. Was ich da will, was ich da mache, wo ich schlafen will, was die Adresse ist, warum ich da hinkomme, was ich vorhabe, und ich habe es einfach nicht verstanden. So. Obwohl ich aus einer sehr politischen Familie komme. Aber aus irgendeinem Grund habe ich diesen Zusammenhang erst später dann auf dem Gymnasium, in der Oberstufe und so dann wirklich wahrgenommen, dass ich dann auch angefangen habe, Referate zu halten und zu recherchieren und Fragen zu stellen. Aber davor war es für mich einfach Heimat, leckeres Essen, Familie, schönes Wetter, schöne Strände. Ich bin auch, wir sind ja eine Bildungsstätte hier, also vielleicht nochmal für euch, also die Nachkommen der Palästinenser, die innerhalb des Staates Israels geblieben sind, sind heute um die 20% der Bevölkerung. Ich betone das, weil viele Menschen in Deutschland das nicht wissen, dass halt mehr als 20% der israelischen Bevölkerung palästinensisch sind, also quasi diejenigen, die innerhalb der Staatsgrenzen geblieben sind. Und Palästinenser sind ja komplett fragmentiert. Also wenn man von oben auf Israel guckt, dann hast du Palästinenser drin, Palästinenser da drüber und rechts, unten und überall drumherum. Und die können nicht zueinander kommen. Also meine Familie ist nie in die Westbank gefahren, weil ich israelische Staatsbürgerin war, darf ich nicht nach Gaza. Die Leute aus Gaza dürfen nicht nach Israel. Also es fand auch wenig Austausch dann statt. Und ich bin mit Anfang 20 zum ersten Mal in die Westbank gefahren, in ein Flüchtlingscamp in Bethlehem. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, wer eigentlich die palästinensischen Flüchtlinge sind und warum das vielleicht eine der allerzentralsten Fragen ist, wenn es um irgendeine zukünftige Lösung auch nur gehen kann. Eine Frage, die immer ausgeblendet wird. Aber wir reden hier von Millionen von Menschen, die um den Staat Israel herum in diesen Camps sind und darauf warten, zurückzukehren. Und für die es eine Lösung geben muss. Und eine Sache: Ich bin mit einem Freund von mir, Hamza, durch dieses Flüchtlingscamp spaziert. Und da waren so kleine Jungs, die haben gespielt. Und er meinte, guck mal, Alena. Und hat da den Jungen so gerufen, hey, Junge, woher kommst du? Und der Junge sagt, Bejebrin. Und dann fragt er den anderen, woher kommst du? Und er sagt, kurz, so heißt Jerusalem. Das heißt, und das war für mich so ein Aha-Moment, vierte Generation vielleicht palästinensische Flüchtlinge in diesem Camp, wenn du die fragst, woher die kommen, nennen die das Dorf, aus dem ihre Urgroßeltern vertrieben wurden. Das Flüchtlingscamp ist für sie ein temporärer Ort. Und da habe ich dann verstanden, wie zentral die Frage der palästinensischen Flüchtlinge eigentlich ist und wie absurd das ist, dass in Deutschland nie darüber gesprochen wird. Ja, also du hast jetzt schon sozusagen dein politisches Erwachen ein bisschen beschrieben in dieser Zeit oder mit der Jugend, wo du das dann plötzlich mit anderen Augen gesehen hast. Vielleicht nochmal eine Frage, die in die etwas andere Richtung zielt, da das ja auch es ja darum gehen soll, was uns prägt und es ja auch was ist, was wir sicher alle kennen aus deutschen Schulen. Wie war das? Hast du auch den Bezug hergestellt von dem, was du in der Schule über den Holocaust gelernt hast, zu diesem Land? Und vielleicht kannst du auch einfach mal ganz generell sagen, wie du darüber gelernt hast, was für dich da vielleicht prägende Filme, Bücher waren. Das ist ja auch immer so eine Debatte. Wie lernt man eigentlich in deutschen Schulen darüber? Also das Gymnasium, auf dem ich war, ist im Hamburger jüdischen Viertel. Ich bin auf dem Weg zur Schule immer an einer Synagoge vorbeigekommen, die auch immer von Polizei bewacht ist. Direkt in unmittelbarer Nähe meiner Schule ist auch eine jüdische Schule, Grundschule, glaube ich, auch mit so einem kleinen Polizeihäuschen. Wir haben, ich glaube, es war eine sehr coole Schule. Wir haben viel über die deutsche Geschichte gelernt. Es war sehr, sehr präsent, wirklich in jedem Schulfach. Ich habe eben vorhin noch mal mit meiner Freundin drüber gesprochen, die da oben sitzt. Wir waren zusammen auf einer Schule. Das war sehr präsent und meine Mutter hat mir viele Bücher damals gekauft. Ich weiß noch, eins, was mich sehr geprägt hat, heißt Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Mich hat das als Kind wahrscheinlich viele andere extrem beeindruckt und schockiert, die deutsche Geschichte. Und ich habe das nie in irgendeiner Form Also ich habe es erstens nicht mit Palästina in Verbindung gebracht. Und als ich dann später gelernt habe über das Unrecht, was die PalästinenserInnen erleiden mussten, hat mich das auch schockiert. Ich habe das nie als zwei Leiden gesehen, die miteinander in Konkurrenz stehen. Also
für mich war das so, es ist schlimm, was in Deutschland passiert ist und es ist schlimm, was da und da passiert und es ist schlimm, was den Palästinensern passiert ist. Das war für mich überhaupt gar kein Widerspruch. Was ich so absurd fand irgendwann, als ich in Deutschland, also dann, vor allem in den letzten Jahren, wenn man so diese deutschen Debatten verfolgt und sich in Deutschland zu dieser Thematik äußert, dass ich oft so ein Gefühl bekommen habe, dass manche Leute in Deutschland das Gefühl haben, dass wenn man das Leid und das Unrecht, was den PalästinenserInnen angetan wurde, anspricht, als würde das in irgendeiner Form das Leid relativieren oder negieren, was jüdischen Menschen in Deutschland angetan wurde. Und das, also das ist für mich eine ganz komische mentale Gymnastik, die vorgenommen wird, die ich nicht verstehe. Und die mich auch sehr traurig macht, weil die Geschichte von Merons Großeltern ist real, aber die Geschichte meiner Großeltern ist auch real. So. Und das ist, glaube ich, aber auch was sehr Deutsches. Also das ist sehr spezifisch in der deutschen Debatte und das ist mir irgendwann mal aufgefallen, ja. Ja, also glaube ich, eine Debatte, die überall geführt wird und im weitesten Sinne dann die Kolonialismusdebatte und zählt Israel dazu oder nicht. Aber wir wollten ja nicht so theoretisch werden, deswegen, Meron, will ich bei dem Militärdienst weitermachen, wo du vorhin stehen geblieben bist, weil das ja, glaube ich, wirklich eine prägende Zeit für dich war, für alle Israelis sicherlich. Das sind ja 3 Jahre in diesen Jahren, irgendwie 18 bis 21, wo man das erlebt. Wie war das für dich und was sind vielleicht so Erlebnisse, die dir auch heute noch manchmal da im Kopf rumgeistern? Ja, ich denke, es ging mir so ein bisschen wie bei dir, dass man auf einmal da erstmal so sieht, was in den besetzten Gebieten passiert. Das war die Erfahrung, dass, also man, natürlich, wir wussten, dass die besetzten Gebiete, ich hatte auch viele Kontakte, so 10. bis 12. Klasse mit Palästinenser, aber das ist was anderes, dort zu sein. Und ich hatte sozusagen das, in Anführungszeichen, das Glück, gerade sozusagen in der Hotspot zu landen, nämlich in Hebron. Hebron ist eine palästinensische Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern. Und in Mitte dieses dieser Stadt ist keine einzige Siedlung, sondern so verteilt sind Häuser von Siedlern, die so auf die Shuhada-Straße, auf die sozusagen die zentrale Straße, die Hauptstraße, da verteilt sind. Und für jede Siedler, die da lebt, also von damals waren so um die 500 Siedler, kann man rechnen, sind ungefähr 3 bis 4 Soldaten, die dort sind, um diese Siedler zu beschützen. Und einmal kann man sagen, also dass, wenn man sozusagen die Siedler das schon als sehr extremistische und fundamentalistische Gruppe erstmal begreift, also kann man sich vorstellen, dass die unter denen, diejenigen, die die Entscheidung treffen, ausgerechnet dann in Hebron zu leben, das sind nochmal die Extremisten unter ihnen. Und zweite ist, das war die, also sehr, sehr schnell habe ich kapiert, eigentlich in unserem Alltag sind wir eher da, um die hiesige palästinensische Bevölkerung von der Gewalt der Siedler zu beschützen. Ich kann so wirklich besonders an eine Person muss ich in der letzten Zeit oft denken, das ist heute auch relativ bekannt, er heißt Itamar Ben-Gvir und sein Titel in der jetzigen Kabinett ist der Minister für nationale Sicherheit und gilt als vielleicht der Schlüsselfigur oder Königsmacher in der israelischen Politik. Damals haben wir uns dort in Hebron begegnet. Wieso kamen wir gleichzeitig zu diesem Ort? Also ich natürlich, hast du erzählt, als 18-Jährige sollte ich da als Soldat da sein. Und er ist genau mein Jahrgang, er ist 1976 geboren, also sollte auch eigentlich in die Armee gehen. Und damals hat das israelische Militär gesagt, weil er schon bekannt war, dass er Rechtsextremist ist, dass der nicht einberufen wird. Also vielleicht im Unterschied zu der Bundeswehr. Er wollte damals die israelische Armee keine Rechtsextremisten einziehen. Und mindestens damals.
Und so, nachdem er ausgemustert wurde, ist er nach Hebron gezogen und hat dann seinen Dienst geleistet, indem er, und nicht alleine, sondern er hat einige seiner Freunde. Und deren Alltag bestand darin, dass morgens früh aufstehen, irgendwie in die Kasbah, also der Markt da zu gehen, in die Gemüsestände zu demolieren, mal irgendwie an die Dächer zu gehen, Steine zu bewerfen oder wenn es keine Steine mehr Steine, das waren Urinbeutel. Und wir sind sozusagen wir gehen hinterher, versuchen die irgendwie zu halten, haben wir also mindestens in drei, ich konnte es nicht genau erinnern, aber an drei Ereignisse konnte ich doch noch rekonstruieren, dass ich und ein paar andere Soldaten haben ihn und noch einige andere dann irgendwie festgenommen. Und dann war er so sehr, sehr aggressiv, hat uns als Nazis beschimpft und auch da, ich kann es noch an eine Situation, wo er mich persönlich angespuckt hat. Das kann man auch weniger sagen, dass sie von einem israelischen Minister angespuckt wurden. Ich kann es das erzählen. Und das war interessant, dass wenn man mal so vergegenwärtigt, dass diese Person heute in der Kabinett ist, er hat sich politisch nicht viel bewegt über den Jahren. Also damals hat er tot den Arabern dann geschrien. Heute, wenn seine Leute sagen tot den Arabern, da sagen nein, nicht den Arabern, die tot den Terroristen. Also zwinker, zwinkern. Also das ist sozusagen seine neue Rhetorik. Und er hat auch sozusagen, er saß noch ein paar Jahre im israelischen Gefängnis tatsächlich wegen Gründung terroristischer Vereinigung. Und dann aber später hat er die Seiten insofern gewechselt, dass er hat Jura studiert und hat andere jüdische Rechtsextremisten dann vor Gericht vertreten. Das war sein Sprung dann in die Politik. Na, das war für mich, also diese Erfahrung in Hebron war insofern sehr, sehr prägend, weil ich gemerkt habe, dass uns wird immer erzählt, ja, das ist nicht in Ordnung, die Besatzung von Westjordanland ist nicht in Ordnung, aber wir sind humanistische Besatzer. Das war so immer diese Mantra, das man immer gehört hat. Und wann man es erlebt, das ist tatsächlich, also um ganz fair zu sagen, tatsächlich die meisten, und jetzt nicht als Apologetik, da mindestens diejenigen, mit denen ich war, die hatten keine so Aggressionen oder wir wollen irgendwie Palästinenser töten. Das war nicht mindestens da das Gefühl, die wir hatten. Aber, und das ist das große Aber, diese Realität, ist, da kann man nicht, anders verhalten. Ich, vielleicht noch, nur um das bildhaft zu machen, war an einem Beispiel, ist übrigens nicht von Hebron, sondern von Ramallah. Wir waren irgendwie das war schon so der erste Monat von Netanyahu-Zeit, das hat die Situation eskaliert, wir waren in irgendwelche Gefecht verwickelt und fanden dann irgendwie Zuflucht an einem Dach eine palästinensische Villa am Rand von Ramallah. Ramallah ist relativ gut situiert, da gibt es Leute, die sind wirklich gut, wirtschaftlich gut geht. Und so sind wir auf diese Villa. Da unten war eine Familie, ein palästinensischer Arzt, seine Frau und drei Kinder. Und wir waren da oben auf dem Dach der Terrasse mit unseren Waffen. Und dann gab es eine Situation, eine ziemlich surrealistische Situation von etwa 3 Wochen, vielleicht 3,5 Wochen, wo wir da oben leben, 3 Soldaten, zum Teil 4 Soldaten, und da unten eine Familie und in so eine gezwungene WG, wo die Nacht gehst du auf die Toilette und trifft ein 5-jähriges Kind da der auch auf der Toilette geht. So war es. Und man irgendwie, auch wenn, so zum Glück war ich nicht in dieser Situation nicht mit Soldaten, die wollten irgendwie was Schlimmes machen oder jemanden zu schikanieren, aber einfach dieser Mikrokosmos, diese Situation kann gar nicht humanistisch sein. Natürlich, die Familie hat schrecklich gelitten in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, was die Kinder da heute mit sich tragen. Und so oft kam ich dann, du hast gefragt, was hat sie in mich gewirkt? Ich habe sehr viel an die Kinder nachgedacht. Was lernen sie auf diese Situation? Was für ein Weltbild haben? Übrigens nicht nur
diese palästinensischen Kinder in der Villa in Ramallah, sondern ich auch sehr viel nachgedacht an die jüdischen Kinder in Hebron. Weil umso mehr ich sozusagen diesen Hass entwickelt habe zu den Eltern, ich musste mich immer daran erinnern, die Kinder, sie kennen das gar nicht anders. Und ich saß sehr, sehr viele Stunden an Stützpunkte oder irgendwie an so, wo man diese Siedlung dann beschützt. Und man hat, damals gab es auch kein Handy, also was macht, kann man irgendwie mit den Leuten da reden? Diejenigen, die Zeit haben, sind die Kinder. Und ich hatte wirklich stundenlang mit den Kindern gesprochen und diskutiert und versucht dann irgendwie, was ist deren Weltbild? Und es war wirklich erschreckend für mich zu sehen, dass sie wirklich in so eine, sie hat ein Weltbild, dass die Juden sozusagen, die sind die von Gott dann irgendwie das auserwählte Volk und die andere keine, wenn sie Existenzrecht haben, das ist immer sozusagen ein sehr verminderte Existenzrecht, die immer sozusagen verknechtet sich. Den Juden, natürlich hatte ich die Assoziationen zu Nazi-Deutschland zu dieser Zeit und ich war sehr, sehr deprimiert und das, um vielleicht nicht ganz so negativ abzuschließen, dann bin ich, als nach der Armeezeit bin ich in Haifa gegangen, also ich dort studiert und 2-3 Jahre später klingelt mein Handy. Hatte ich schon ein Handy und das war ein von den Kindern, der damals mit dem ich stundenlang diskutiert habe und er hat mir erzählt, ja, ich habe mich jetzt beschlossen, ich habe die Siedlung verlassen, ich lebe jetzt in der Nähe von Tel Aviv und ich will keinen Kontakt mit meiner Familie, weil ich will ein neues Leben anfangen. Und er hat gesagt, das ist auch aufgrund unserer Gespräche, die damals geführt haben. Also das zeigte mir, dass auch nicht, also dass es nicht alles so deterministisch ist. Um vielleicht das noch abzuschließen, diesen Lebensabschnitt, du hast schon gesagt, du warst dann in Haifa zum Studium und wolltest ja wahrscheinlich auch diese ganze Militärzeit hinter dir lassen und Haifa gilt ja so als positives Beispiel vergleichsweise, wo so ein friedliches Zusammenleben von jüdischen und arabischen Israelis möglich scheint. Was hattest du für eine Hoffnung und wie, ich kann es jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen, hat sie sich dann zerschlagen und wie kam dann Deutschland ins Spiel? Ja, Haifa hat tatsächlich diese Image sozusagen. Mein Freund Omri Böhm spricht von Haifa-Republik, wo irgendwie alle zusammenleben und die Realität ist nicht so ganz, ganz rosig. Du kannst erzählen, wie du das erlebt hast in Haifa, aber es stimmt, das ist nicht so fundamentalistisch, nicht so aufgeladen wie in Jerusalem, aber doch sehr, sehr stark segregiert. Und das schlägt sich auch an der Uni nieder. Die Uni gilt auch als Beispiel eine Koexistenz zwischen Palästinenser und Juden, weil ein Drittel sind tatsächlich Palästinenser und 2/3 jüdisch. Und wenn man aber reinkommt als Student, stellt man sehr schnell fest, dass es stimmt, dass es gibt einen gleichen Vorlesungssaal, man hört die gleiche Vorlesungen, sitzen gleiche Seminare zusammen, aber doch jeder sitzt für sich alleine, jede Gruppe für sich. Also dass zwischen den Vorlesungen sitzt man auf der Wiese, aber immer auch getrennt. Und wir haben tatsächlich versucht, also nicht einige Freunde haben wir versucht, dann irgendwie das irgendwie durchzubrechen. Und das war sehr, sehr mühsam von beiden Seiten. Also das gab es auch, das ist unglaublich, wie fest verankert sind diese mentale Barrieren. Also das muss nicht jemand, der irgendwie, man stellt wie von hier irgendwie vor, als ob dann so richtig Hass gibt oder die Leute. Nein, es ist in den meisten Fällen ist es, mindestens wie ich das erlebt habe, nicht so tief sitzender Hass, sondern einfach das Gefühl, so Desinteresse oder man will eigentlich mit den anderen nicht oder hat Angst oder was auch immer. Und das haben wir mit sehr vielen Versuchveranstaltungen oder gemeinsame Lerngruppen dann überwältigen oder überwinden. Und dann kam Oktober 2000, das war der Ausbruch des zweiten Intifada und tatsächlich in Wadi Ara, wo Umm el-Fahem ist, war sozusagen der Hotspot
Und dann innerhalb von 3-4 Tagen sind 9, wenn ich mich nicht irre, 9 Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit, die umgekommen sind bei diesem Aufstand, und ein jüdischer Israeli, der mit Stein beworfen wurde. Und das war sozusagen Oktober mit dem Beginn des Semesters. Und wir sitzen da an der Uni, und die Palästinenser, die viele sozusagen aus der Region kommen, sind einfach nicht zum Campus gekommen. Und da hat man irgendwie gemerkt, dass es hat sich sowas grundlegend verändert, weil es war irgendwie, plötzlich war so diese Mauer, also seitdem ging es wirklich gar nichts mehr. Also es hat noch mal ein paar Monate gedauert, bis sie dann nach und nach mal an den Campus kamen, aber so Lust, richtig miteinander was zu machen, das war schon vorbei. Und ja, irgendwie das würde ich sagen, das ist ein von den Entscheidungen, nicht der einzige, aber es ist ein Entscheidungsgrund, warum ich dann zu dieser Zeit gesagt habe, dass ich will so das mindestens zeitlang irgendwie hinter mir lassen und schauen irgendwie, wo kann ich dann irgendwie woanders mal ein bisschen frische Luft schnappen, andere Tapeten, so Tapetenwechsel vollziehen. Und so kam ich nach Deutschland. Hat nicht so gut geklappt, wie wir sehen. Pause vom Nahostkonflikt. Alena, du hast ja dann in Hamburg und in Barcelona studiert und anschließend volontiert beim Norddeutschen Rundfunk. Wie war das bei dir? Hat dich auch der Nahostkonflikt da immer wieder eingeholt? Oder wie kam es dann, dass du das auch wirklich zu deinem journalistischen Thema gemacht hast? Ich muss erst mal ganz kurz sagen, also natürlich ist die Zeit viel zu kurz und man kann auch nur begrenzt sprechen, weil die Menschen werden auch müde und das Wetter ist schön und so, aber es gibt einfach so unglaublich viel zu sagen und es gibt so viele Geschichten in meinem Kopf und sicher auch in deinem Kopf, dass es wirklich schwierig ist, sich zu überlegen, was man überhaupt sagen will. Als du gerade von Hebron erzählt hast und von dieser Geschichte auf dem Dach, hatte ich einfach so viele Bilder im Kopf, auch von den letzten 3 Jahren, von Kindern, von Maschinengewehren. Ich war 2-mal in einem Haus, als nachts wirklich 50 Soldaten in dieses Haus einfielen und einen Sohn die Augen verbunden haben, mitgenommen haben. Also ich habe so quasi zum ersten Mal, was ich von Videos kannte, gesehen, wie das sich für eine Familie anfühlt, wenn nachts das Militär Jesh el Israeli schreit und du denkst erstmal, irgendjemand macht einen Scherz. Und dann kommen die halt ins Haus. Und dann werden die Frauen in ein Zimmer gefercht und dann werden die Eltern in ein anderes Zimmer gebracht und du guckst diese Soldaten an und die sind 18 Jahre alt. Und du denkst, du könntest mein Sohn sein. Was machst du hier? Und du versuchst mit denen zu sprechen und du kannst es in dem Moment nicht, weil die haben ja auch Angst. Und die sind ja auch auf Adrenalin. Und die Situation ist so wahnsinnig absurd. Und dann gehen die in das Zimmer der Schwester, die gerade für ihre Genetikprüfung an der Uni gelernt hat, und schmeißen ihre Bücher auf den Boden, ihre Matratze vom Bett und gehen halt nach 4-5 Stunden wieder. Und dann sitzt die Familie im Wohnzimmer und die Mutter sagt, wollt ihr den Tee mit Salbei oder Minze? Und dann räumt man halt auf und dann lebt man halt weiter so. Und ich habe sehr, sehr viele Bilder im Kopf und vor allem auch die Frage, was erwartet man von Kindern, die mit so einem Gefühl der Unsicherheit aufwachsen? Das Militär kann jede Nacht vor deinem Bett stehen. Und ich muss sagen, ich habe ja 3 Jahre in Ramallah gelebt. Ich war während der Corona-Zeit, die habe ich in Hebron verbracht. Ich war viel unterwegs. Ich habe keine einzige Freundin gehabt, die nicht erlebt hat, dass mindestens einmal Soldaten bei ihr nachts im Schlafzimmer standen. Und auch wenn sie nicht kommen, du weißt, sie könnten immer kommen. Was macht das mit dir, wenn du in deinem eigenen Haus nicht sicher bist und du hast dir noch nicht mal ausgesucht, da zu sein? Kannst du auch nirgendwo anders hin. Wie gesagt, 1000 Geschichten, das ist jetzt gar keine Zeit für. Was ich gerne noch hinzufügen wollte, auch zu den Siedlern, also ich möchte bitte jeden einzelnen Menschen in diesem Raum dazu ermuntern, nach Israel und Palästina zu reisen, mit Menschen zu sprechen, mit allen zu sprechen, sich alles mit eigenen Augen anzugucken und gerne auch nach Hebron zu fahren, mal 2 Tage da zu verbringen und sich einfach die Situation anzuschauen, weil ich glaube, egal was man erzählt, und ich merke das ja auch, wenn Meron das erzählt, ich bin mir sicher, also ich habe Bilder vor Augen, weil ich kenne Hebron, aber ich bin mir sicher, dass die meisten von euch
sich das eigentlich gar nicht vorstellen können. Das ist viel zu abstrakt. Man muss es sehen und man kann es auch sehen. Die Flugtickets sind nicht so teuer. Und was ich zur Intifada sagen wollte in Haifa, während der Zeit der zweiten Intifada habe ich in Haifa gelebt. Ich bin für ein Jahr, weil mein Vater ja mit mir nur Deutsch gesprochen hat, bin ich dann mit 16 für ein Jahr nach Haifa gegangen, um Arabisch zu lernen und habe bei meiner Familie gewohnt. Und bin da auf eine christliche Schule gegangen. Ich habe nichts verstanden. Ich konnte ja gar kein Arabisch, aber ich wollte einfach dort leben. Und genau in der Zeit, das war dann mein persönliches Pech, aber für andere Leute noch natürlich viel mehr Pech, ist die zweite Intifada losgegangen. Und ich habe im Nachhinein erst verstanden, zu was für einer Zeit ich eigentlich da war, weil ich war ein Teenager, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich habe die Explosion teilweise gehört in Haifa. Es sind halt viele Busse in die Luft geflogen, es sind auch tausende Palästinenser getötet worden. In Haifa sind Bars, Nightclubs in die Luft gegangen. Es gab Selbstmordattentate, also es war eine sehr tödliche Zeit. Ich habe die Attentate teilweise gehört. Ich muss dazu sagen, mein Onkel, bei dem ich gewohnt habe, ist Oberarzt an einem der größten Krankenhäuser in Nordisrael, in Haifa, das heißt Rambam. Und wann immer dann so ein Selbstmordattentat war, hat halt bei meinem Onkel der Pieper halt gepiept und dann ist er halt ins Krankenhaus und hat die Leute da wieder zusammengeflickt und ist nach Hause gegangen. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Also ich hab wirklich im Nachhinein gedacht, ich war zu so einer spannenden Zeit, da wäre ich heute da gewesen. Ich hätte ganz andere Fragen gestellt, ich wäre rausgegangen. Ich habe nur gedacht so, Scheiße, jetzt können wir nicht mit der Klasse Harry Potter im Kino gucken oder soll ich meine Haare jetzt glätten oder nicht? Also das waren halt meine Themen und ich war aber zu der Zeit genau da. Und das hat für mich nur die Auswirkung gehabt, dass ich eigentlich die meiste Zeit zu Hause war, weil man halt nicht wirklich rausgehen konnte. Ich war in Israel, wo die Selbstmordattentate waren. Jetzt bin ich ja viel in der Westbank und viel im Jenin Camp und während der Intifada gab es auch eine Invasion im Jenin Camp und ich kenne viele Menschen, die Familienangehörige in der Zeit verloren haben. Es war sehr, sehr schrecklich. Und im Nachhinein mit den Leuten im Jenin Camp zu sitzen, die durch die Hölle gegangen sind auch und zu wissen, dass ich währenddessen bei meinem Onkel in Haifa saß, was literally 30 Minuten oder so mit dem Auto von Jenin Camp entfernt ist und Beavis and Butthead im Fernsehen geguckt habe, zeigt auch nochmal diese krassen Ambivalenzen, die du an diesem Ort auf kleinstem Raum einfach hast. Es ist halt alles ganz nah beieinander, ganz viele verschiedene Realitäten genau nebeneinander. Und viele Leute kennen aber nur die eine Realität, weil viele Israelis die Realität der Palästinenser ausblenden oder verdrängen. Die Palästinenser können in der Regel nicht nach Israel. Aber jemand wie ich habe einen israelischen Pass, ich habe in der Westbank gelebt, ich habe ein Auto mit israelischem Kennzeichen, ich bin jeden Tag hin und her gefahren. Ich war teilweise in Hebron, in Jenin Camp, bin abends zu meiner Familie nach Tel Aviv Abendessen gefahren. Und das ist so schwer zu verarbeiten, dann die Menschen in den Bars in Jaffa zu sehen und sich zu fragen, wisst ihr eigentlich, was eine halbe Stunde von euch entfernt passiert? Ihr müsst es doch eigentlich wissen, weil die meisten von euch waren doch auch beim Militär. Wie könnt ihr so normal hier sitzen und eure Drinks zu euch nehmen? Also es ist ganz schwer zu verarbeiten und es ist ganz schwer zu erklären. Und deswegen wünsche ich mir immer, dass Menschen dorthin fahren und wirklich auch versuchen, die Dinge zu verstehen und sich nicht von irgendjemandem manipulieren zu lassen, sei es jetzt ich oder Meron oder irgendjemand anders, Bild-Zeitung, einfach selbst hinfahren. Ja, genau. Ich habe Politik studiert in Hamburg. Ich habe meine Abschlussarbeit, Fun Fact, vor 13 Jahren zur Frage geschrieben, ob Israel eine Apartheidstadt ist. Ich war schon vor Amnesty International am Start. Witzig ist, dass mir heute oft Leute schreiben, die sagen, sie würden gerne an der Uni was zu Palästina-Israel machen und ihnen wird oft davon abgeraten von Professoren, die sagen, mach lieber ein anderes Thema, du versaust dir damit die Karriere. Bei mir damals, also ich habe 2010 meinen Bachelor gemacht, war das überhaupt gar kein Thema. Das Thema war irgendwie interessant. Es hatten sich ein paar Politiker dazu geäußert. Ich habe gesagt, ich untersuche das jetzt wissenschaftlich, habe das gemacht und alles war gut. Ich weiß nicht, ob das heute an der Uni Hamburg noch möglich wäre. Und in Barcelona habe ich internationale Beziehungen studiert. Das war sehr interessant, weil das waren Studenten aus aller Welt und da habe ich gesehen, wie viel offener die auf Palästina geblickt haben als in Deutschland,
die fanden es spannend, die fanden es interessant. In Deutschland habe ich irgendwann gemerkt, Palästina ist für viele Leute ein absoluter Angriff. So allein zu sagen, Palästina ist schon möglicherweise, negierst du dann schon das Existenzrecht Israels, wenn du nur sagst, Palästina. Du musst dich rechtfertigen sofort, Selbstmordattentate. Also es ist nicht immer schön in Deutschland. In Barcelona war das ganz anders. Da hatte ich mit Studenten aus den USA, aus Lateinamerika, die fanden das alles spannend. Und am Ende des Studiums haben wir eine Reise organisiert mit 16 Mitstudenten nach Palästina und Israel. Und die Uni hat das sogar bezahlt und fand das total cool, dass wir das gemacht haben und meinten, im Nachhinein müsst ihr dann einfach nur einen Vortrag halten. Und wir waren mit der Gruppe in Hebron und überall, hatten auch jüdische Studenten dabei. War eine super Reise und ich denke im Nachhinein oft, das wäre ja in Deutschland heutzutage wahrscheinlich absolut undenkbar, weil ich immer eigentlich nur mitbekomme, dass irgendwelche Veranstaltungen an Unis abgesagt werden, Räumlichkeiten zurückgezogen werden. Allerdings studiere ich auch heutzutage nicht mehr und weiß es auch nicht so ganz genau. Ja, du hast schon gesagt, du damals hätte, also heute in der Situation wärst du da gewesen, hättest du natürlich Interviews geführt und ganz viele Fragen gestellt. Jetzt hast du das auch zu deinem journalistischen Thema gemacht, was ja auch manchmal, finde ich, sage ich jetzt mal selber als Journalistin, sehr hilft, gerade wenn es ein emotionales Thema ist, dass man dann eben als professionell draufschauen kann und das irgendwie auch so verarbeiten kann. Trotzdem stelle ich es mir sehr schwer vor, aus Israel-Palästina zu berichten, weil man ja die Realität vor Ort sieht. Gleichzeitig ist es aber schon so ein Desinteresse aus deutschen Redaktionen immer wieder gibt für die Details und die natürlich auch große Angst haben, immer was falsch zu machen. Wie gehst du davor? Also ich muss dazu sagen, alles, was ich zu Palästina und Israel mache, mache ich zu 99% privat auf meinem Instagram-Account. Also ich war nie jetzt Nahost-Korrespondentin für die ARD oder sowas. Auch bewusst nicht, weil ich das auch glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist, für die ARD aus Israel und Palästina zu berichten. Beziehungsweise ich weiß es, weil ich das auch erlebt habe. Und ich sehe das Desinteresse nicht. Ich sehe Interesse. Also ich sehe sehr viel Interesse unter jungen Leuten, die sagen, wir wollen das jetzt irgendwie mal verstehen, wir wollen andere Perspektiven sehen. Die sehen ja auf Social Media Videos von vor Ort, die passen dann teilweise nicht zu dem, was sie in der Tagesschau abends sehen. Oder da sind Perspektiven, die da, dort einfach nicht erwähnt worden. Es ist unvollständig. Es werden natürlich viel die gleichen Narrative bedient immer und ich glaube schon, dass die junge Generation ein großes Interesse hat. Das ist mein Eindruck und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass deutsche JournalistInnen, die auch für große Zeitungen und Fernsehsender arbeiten, anfangen, anders zu berichten, weil sie sonst die jungen ZuschauerInnen verlieren, die das Vertrauen dann auch in die öffentlich-rechtlichen Medien verlieren und sich dann anderen Quellen zuwenden. Und who knows, was das dann am Ende für Quellen sind. Und das ist etwas, was ich beobachte, dass viele Leute einfach sagen, ja, die ARD, die ist doch immer nur so pro Israel oder pro das. Die anderen sagen pro Palästina. Keiner ist wirklich, hat, glaube ich, wirklich das Gefühl, dass da eine gute, ausgewogene von vor Ort Berichterstattung stattfindet. Die Leute suchen sich dann andere Quellen. Und ob das halt der Sache dienlich ist, glaube ich eigentlich nicht. Meron, wie nimmst du das wahr, die Berichterstattung aus Deutschland über Israel? Ich meine, du analysierst ja in deinem Buch auch sehr genau eben die deutschen Israel-Debatten. Und was würdest du denn überhaupt sagen, warum ist es so emotional? Warum sind die Deutschen da auch so emotional? Ja, also erstmal würde auch ja. die Plädoyer mit anschließen, vor Ort zu gehen, weil das ist auch war also eine Zahl, dass ich dann im Rahmen der Recherche gekommen, dass nur 7% der Menschen hier, die Deutschen, jemals in Israel-Palästina waren. Aber alle wissen ganz genau. Und das ist... Das funktioniert sehr, sehr oft in so eine Richtung, dass du gerade beschrieben hast. Es funktioniert übrigens auch in die andere Richtung. Also ich hatte auch so viele absurde Gespräche mit leidenschaftlichen Pro-Palästina-Aktivisten, die auch ihre Vorstellungen über,
über Situation, die Situation dort weit weg sind von die Realitäten vor Ort oder die also diese Vorstellung haben, dass irgendwie irgendwann die ganze Juden wieder alle nach Europa zurück und das wird Palästina. Übrigens, das ist auch, du hast es vorher so nebenbei erwähnt, das Wort Israel. Nur das Wort Israel ist sowas aufgeladen. Also und muss man wirklich das im Kern darüber nachdenken. Was ist das Problem? Ich rede jetzt von meiner Schwiegerfamilie, zu sagen, ich komme aus Israel. Ja, also die Leute können das Wort nicht sagen. Und was ist das? Das ist auch so eine Sache, weil wenn man sagt, also du kommst eigentlich nicht von einem legitimen Staat, also die sozusagen hier an diese Karte da irgendwie da einen Platz hat, diese kleine. Sie soll dann irgendwie verschwinden. Das ist auch eine Realität und die ist sehr, sehr stark verwurzelt. Du hast auch gerade davon auch das erwähnt. Und ich denke, wir bewegen uns zwischen diese beiden Polen. Also diese Polen, dass die eine ist so komplett wegschauen von der Situation der Palästinenser und was Besatzung bedeutet. Und der andere ist einfach nicht zu begreifen mit aller Leid und Empathie zu den Flüchtlingen von 47 und 48 und 49, ist inzwischen was anderes da geworden. Und das ist auch eine Tatsache. Und man macht nicht Unrecht zu Recht, indem man weitere Unrecht macht, sondern muss man auch bestimmte Sachen akzeptieren, weil das ist die Grundlage jeglicher Lösung. Und das ist sozusagen, wenn wir über die Merkwürdigkeiten der Debatten hier, also eigentlich wird selten über die Situation vor Ort geredet und selten über Lösungen gesprochen, sondern vielmehr redet man, also für mich ist immer sozusagen, die Debatte ist nicht über Israel sondern oder Palästina, sondern man schaut sich selbst im Spiegel an. Und je nachdem, welche Position nimmt, dann ist eigentlich viel weniger die Aussage, was ist dort passiert, sondern wie verstehe ich mich selbst. Und ich bin auch moralisch auf der richtigen Seite, weil ich jetzt 100% auf der Seite der Juden bin. Oder ich moralisch auf der richtigen Seite, weil ich 100% auf der Seite der unterdrückten Palästinenser bin. Und das ist sozusagen ein Blick, der überhaupt nicht die Komplexität der Situation vor Ort auch gerecht wird. Aber hat sozusagen den Vorteil, dass es sehr instant, sehr, so Fastfood-mäßig gleich das gute Gefühl. Ich kämpfe für die richtige Seite, ich bin 100% richtig. Und ich kann an einer vielleicht noch so mit einer, weil es schon so beladen war, mit einer Anekdote abzuschließen. Ich war mal einmal von der Evangelischen Akademie in Rheinland zu einer Tagung eingeladen. Und am Abend waren wir das ganze Tagung in Kinosaal sind wir gegangen und haben wir den Film Walz mit Bashir angeschaut. Das ist ein Film, ein Zeichentrickfilm für Erwachsene, wo ein israelischer Soldat, ungefähr mein Alter, blickt zurück auf seine Zeit in der israelischen Militär während des ersten Libanonkrieges. Und macht sozusagen Abrechnung mit sich selbst, mit seinen Traumata und alles, was passiert. Und dieser Film endet mit dem Massaker der christlichen Maronen an die Palästinenser in der Flüchtlingslager in Sabra und Shatila. Das wechselt von Zeichentrickfilm zu reale Videos. Und ich war total geplättert. Ich sehe diesen Film, es war schon das zweite oder dritte Mal, dass ich den Film gesehen habe, aber hat mich sehr zurückgeworfen in meine Armeezeit. Also und Sachen, die ich gesehen und erlebt habe. Und dann höre ich von dem Mann, der links von mir sitzt, sagt zu seiner Frau, ja, das haben die Israelis von der SS gelernt. Und auf einmal, also ich kann es auch erinnern, wie es im Bauch, weil auf einmal war ich sozusagen geworfen in ganz andere Kontext. Also es war nicht der Blick jemand der Israeli, der in der Armee war und geht mit seinen eigenen Erfahrungen durch, sondern der Blick, wie ist in deutschen Augen eines Deutschen, der schaut eine Kriegssituation, schlimme Kriegssituation, aber nutzt das sofort als Entlastung für irgendwelche
Reflexion oder Abrechnung mit seine Großeltern oder Eltern. Und das ist immer dieses Spannungsfeld, die hier gebaut wird. Also einerseits muss ich, und ich rede immer offen über meine Erfahrungen, über meine Gedanken, aber ich muss mir immer auch daran erinnern, dieser Resonanzraum in Deutschland ist immer sozusagen, wir reden nicht von irgendwelchen objektiven Publikum, dass es immer gibt, die eigene Verstrickungen und der eigene Resonanzraum, wo es stattfindet. Und ich will auch das jetzt gar nicht bashen, weil ich arbeite ja auch für ein ARD-Format, aber die Medienberichterstattung trägt halt auch nicht dazu bei. Also es werden keine wirklichen Geschichten erzählt, es wird kein Kontext geliefert, es werden immer wieder die gleichen Narrative bedient. Und das hilft natürlich nicht. Ich hab das oft in vielen Fällen analysiert, als zum Beispiel Shirin Abu Akleh erschossen wurde, also dann denkt man vielleicht als deutscher Mensch, der sich nicht wirklich gut damit auskennt, wie Medien funktionieren, das muss ja so und so gewesen sein, weil die 17 Zeitungen, die ich kenne, schreiben ja alle das Gleiche. Aber wenn man nach unten guckt, sieht man, ach so, das ist eine dpa-Meldung und die haben einfach alle Copy-Paste gemacht und jede Zeitung hat einfach genau das Gleiche geschrieben, was basiert auf der dpa, wo ich übrigens mein erstes journalistisches Praktikum gemacht habe, Deutsche Presseagentur Israel-Palästina, die sitzen natürlich in Tel Aviv, sind nie in den palästinensischen Gebieten, beliefern aber die deutschen, seriösen, ernstzunehmenden Zeitungen mit Nachrichten aus Palästina. So. Und der Kommentar damals, den der Chef zu mir gesagt hat, war, ist ja gut, dass du jetzt da bist als Praktikantin, dann kannst du ja auch mal zu den Palis fahren. So. Und als jemand, also ich dachte früher ja, Journalismus heißt, du bist vor Ort, du siehst die Sachen, du schreibst auf, du sprichst mit Menschen. Das ist natürlich in der Realität nicht so. Natürlich ist es auch schwierig, weil die ARD kann nicht an jedem Ort überall ständig 1000 Leute haben und es gibt Sicherheitsvorkehrungen, das ist mir alles klar. Aber ich kann sagen, in den 3 Jahren, in denen ich im Westjordanland gelebt habe und wirklich dort war, wo Dinge passiert sind, also ich war auch während des Kriegs 2021 da, ich war in Sheikh Jarrah, in Silwan, als all diese Dinge passiert sind, ich habe nie deutsche Journalistinnen dort gesehen. Und wenn mir dann Leute später über Instagram Artikel geschickt haben, habe ich mir gesagt, ich möchte das gar nicht lesen, weil warum soll mir jemand, der in einem Büro in Berlin sitzt, erzählen, was passiert ist dort, wo ich war und was ich mit eigenen Augen gesehen habe? So, die offiziellen Pressestatements der israelischen Armee kann ich mir auch selbst durchlesen. Und ich glaube, die Leute wollen halt alles richtig machen. So, die denken an ihre eigenen Karrieren. Dazu muss ich auch sagen, ich kenne viele Leute, die viele Probleme bekommen haben als JournalistInnen, die teilweise ihre Jobs verloren haben. Nemil Hassan ist der bekannte Fall, aber es gibt andere Fälle. Die JournalistInnen, die zu dieser Thematik schreiben, sind wahnsinnig eingeschüchtert. Weil die in einem Klima arbeiten, in dem sie wissen, wenn ich jetzt hier einen falschen Begriff sage oder vielleicht auch mal provoziere, was JournalistInnen ja auch machen sollen, die sollen ja Debatten befördern und auch mal andere Perspektiven aufzeigen, dann kommen am nächsten Tag die Anrufe, dann kommt die Sonderkonferenz, dann muss ich mich hier rechtfertigen. Ich will doch aber eigentlich in 4 Jahren Korrespondentin in Singapur sein. Warum soll ich mir jetzt wegen ein paar Israelis und Palästinensern meine Karriere versauen? Und so läuft das halt. Und das trägt halt massiv auch dazu bei, dass hier sehr Schwarz-Weiß-Narrative in den Köpfen der Menschen vorherrschen, die überhaupt nicht wirklich zu durchbrechen sind. Ich muss das ein bisschen widersprechen, weil ich kenne auch unser Kollege von der FAZ. Und der SZ haben eine großartige Korrespondenz und ich will jetzt nicht Namen nennen. Ja. Und aber ich meine auch der Peter Münch und viele andere. Also es ist wirklich großartige Fachleute, die berichten unglaublich tief und ausgewogen aus der Region. Und sie sind in Hebron, sie sind in Ramallah. Und nein, ich rede auch von der SZ, ich rede auch von Deutschlandfunk, sie sind schon inzwischen wieder da, also wenn wir Leute wie Tim Assmann oder Benjamin Hammer oder gut, ich kann es nennen, wirklich, ich würde nicht so diese pauschale Urteile machen über die
die deutsche Korrespondentin in Israel, das ist einfach ungerecht. Ich respektiere deine Meinung und ja, vielleicht sollte ich der Fairness halber nochmal hinzufügen, natürlich gibt es auch einzelne Journalistinnen, die sehr gute Arbeit machen, Punkt. Christian Meyer von der FAZ ist einer davon, der war wirklich vor Ort, der war in Jenin Camp, der war in Massa Fariata, der hat große Geschichten gemacht, der hat mit den Menschen vor Ort geredet. Es ist auch nicht unbedingt die Schuld der Korrespondenten, es ist auch das System, was vieles nicht zulässt. Wenn du in der ARD arbeitest und Israel-Palästina-Korrespondent bist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, soweit ich weiß, musst du in Tel Aviv leben, weil du musst in der Lage sein, falls eine Live-Schalte passiert, innerhalb von 10 Minuten in der Nähe des Studios zu sein. Soweit ich weiß, ist es auch so, dass du nicht einfach sagen könntest als ARD-Korrespondentin, ich schlafe jetzt mal 3 Tage im Jenin-Camp, weil ich mal live erleben will, wie das ist, wenn die Armee nachts kommt, weil dann wiederum irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Es ist auch das System, aber es gibt definitiv ein Klima der Angst unter deutschen JournalistInnen vor Ort. Und das ist auch überhaupt gar kein Geheimnis, weil die erleben das natürlich. Die erleben, was passiert. Ich habe ein einziges Mal einen Film gemacht für ein öffentlich-rechtliches Medium, wo es um Palästina und Israel ging, für Steuerung F, ein YouTube-Format. Und da ging es um die Impfsituation in Israel und Palästina. Das war, als Israel fast durchgeimpft war, alles wieder offen war und in Palästina vielleicht 2% der Bevölkerung geimpft waren. Und das haben wir uns halt angeguckt, haben einen Film gemacht, danach kam ein Bildartikel, noch ein Bildartikel. Die Hamas freut sich über den Steuerung F-Film, stand in irgendeinem rechten Blatt. Ein bisschen, ja, okay, ich glaube nicht, dass die Hamas Steuerung F guckt. Aber auf jeden Fall gab es dann diesen Backlash und das ist mit Arbeit verbunden, weil dann die Redakteure sich rechtfertigen müssen. Die müssen zu Sonderkonferenzen gehen, die müssen 27.000 E-Mails bearbeiten. Es gibt keine Zensur in dem Sinne, dass irgendjemand bei der ARD anruft und sagt, ihr dürft über das und das Thema nicht reden. Aber was passiert ist, dass viel Selbstzensur herrscht, weil Leute die Erfahrung machen, dass gewisse Themen sehr anstrengend in der Umsetzung sind. Und das ist auch ein natürlicher Prozess. Kleiner Fun-Fact zu dieser Impfgeschichte. Mich rief dann kurz darauf der israelische Public Broadcast Kan an. Und die wollten mit mir dann eine Reportage darüber machen, wie absurd die deutsche Reaktion auf den Film war, weil die meinten so, hä, alle Thesen, die ihr in dem Film erzählt habt, haben wir bei Kahn genau so erzählt. Wir haben genau die gleichen Leute interviewt. Was ist denn los? Warum gehen denn die Deutschen jetzt so ab auf diesen Film? Lass uns dazu eine Reportage machen. So. Was wieder zeigt, dass natürlich die Debatten in Israel auch viel, viel weiter sind und du ganz anders diskutieren und über Dinge reden kannst, als in Deutschland. Was natürlich auch immer von beiden Seiten gibt. Also die anderen, du erlebst natürlich diese Reaktion vielleicht, wenn du darüber berichtest. Ich erlebe, wenn ich über Judenhass auf deutschen Demos schreibe, dass dann immer, warum immer Israel, warum muss immer dasselbe kommen und was ist mit den Palästinensern? Also Reaktionen kriegst du, aber kommt der Intendant und feuert dich. Nein, also da haben wir natürlich wirklich den Fall Nimi El-Hassan, über den wir jetzt nicht in Breite diskutieren können. Ich würde sagen, das sind auch sehr vereinzelte Fälle. Also ich sehe auch wie Meron die Bandbreite der Berichterstattung. Und ich glaube, es ist alles da und man kann das alles lesen. Die andere Frage ist, ist wirklich immer das Interesse da? Und da fürchte ich, das ist ein Konflikt, der uns seit 75 Jahren begleitet. Und wir sehen es jetzt schon seit einem Jahr Ukraine-Krieg, dass das Interesse nachlässt. Also es ist auch, glaube ich, da unsere Aufgabe, wirklich zu fragen, wie kann man auch immer wieder das Interesse wecken? Und auch wieder einen Schritt zurückgehen und die Leute mitnehmen. Du bist sehr tief drin, aber man muss manchmal auch vielleicht mal ein bisschen einen Schritt vorher anfangen, um wirklich Leute immer wieder auch dafür zu interessieren. Wo sich eben Dinge nicht ändern, ist es manchmal schwer. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Nach 1,5 Stunden haben wir lang geredet. Ich fand es sehr, sehr spannend und habe viel gelernt und glaube, wir können alle mitnehmen, dass es eine Reise immer wert ist, sich selber ein Bild zu machen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, für das Interesse. Danke Meron, danke Alena und danke Ihnen.